Kvota Rabbanim, lieber Rabbiner Yehuda Teitel, sehr geehrte Frau Bundestagsvizepräsidentin, sehr geehrte Frau Präsidentin des Abgeordnetenhauses, sehr geehrter Herr regierender Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen und auch allen anderen Unterstützern, dass Sie in diesen Stunden an unserer Seite stehen. Der Terrorkrieg der Hamas gegen Israel und vor allem die Brutalität gegen die Zivilbevölkerung übertrifft alles Vorstellbare. Unschuldige Menschen, ob jung oder alt, wurden dahingeschlachtet, kaltblütig erschossen, entführt und gedemütigt. Tausende Raketen werden auf Israel abgeschossen und die Terroristen machen auch nicht vor Leichenschändungen Halt. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland steht fest an der Seite Israels und all seinen Bürgern. Wir alle ringen mit der Fassung beim Anblick dieser schrecklichen Bilder. In diesem Angriff steckt eine neue Dimension. Golda Meir sagte, der Frieden wird kommen, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Das ist im Augenblick kaum vorstellbar, wenn man den Hass sieht, der die Terroristen antreibt. Es wird nun darum gehen, die Wurzeln dieses Hasses zu zerschlagen. Tief in unserem Inneren wissen wir, dass Frieden dann möglich sein wird. Es sind unzählige Entführte, unschuldige Menschen, Kinder, Frauen, Alte, die nun im Gazastreifen irgendwo festgehalten und gepeinigt werden. Es zerreißt einem das Herz, wenn man Videos sieht, wie entführte Sechsjährige von palästinensischen Kindern geschlagen und dies zu Propagandazwecken gefilmt wird. Es zerreißt einem das Herz, dass junge Frauen verschleppt und halbnackt auf Pick-ups der barbarischen Meute als Trophäe präsentiert werden. Mutter mit Kindern wurden verschleppt und eine Shoah-Überlebende wurde von den Touristen gezwungen, mit einem Maschinengewehr zu posieren. Die Gräueltaten, die die Terroristen verüben, sind kaum in Worte zu fassen. Niemals dürfen wir vergessen, wie dieser Krieg an einem Samstagmorgen begann, an einem Schabbat, an dem so viele Juden ermordet wurden, wie bislang an keinem Tag der Shoah. Der Krieg trifft auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Viele Jüdinnen und Juden in Deutschland haben Freunde und Familien in Israel. Einige deutsche Staatsbürger gehören zu den von Terroristen verschleppten. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen dieses entfesselten Terrors der radikal-islamischen Hamas. Die jüdische Gemeinschaft, die jüdische Familien auch in Deutschland sind verunsichert und beunruhigt, aber wir stehen zusammen. Wir sind füreinander da. Veranstaltungen wie diese heute geben uns Trost, Halt und Hoffnung. Für Unterstützung, die wir auch heute erfahren, hilft uns, mit dieser Situation umzugehen. Wie wir alle gemeinsam als deutsche Gesellschaft, Juden oder Nichtjuden, Migrationshintergrund oder nicht, in den kommenden Tagen, ja ich befürchte Wochen und Monaten, mit dem Krieg in Israel umgehen, wird uns als Gemeinwesen für lange Zeit prägen. Es geht nun auch darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Der Rechtsstaat muss konsequent vorgehen gegen Unterstützer des Terrors auf deutschen Straßen. Zahlungen Deutschlands an palästinensische Organisationen wurden teilweise seitens der Bundesregierung heute zunächst einmal zurückgestellt. Es handelt sich nicht aber um alle Zahlungen an palästinensische Organisationen. Und hier fordere ich die Bundesregierung auf, alle Zahlungen an palästinensische Organisationen sofort einzustellen. Der palästinensische Terror, den wir sehen, wurde, das darf man nicht übersehen, auch mit deutschen Steuermitteln mitfinanziert. Vereine, zu Verbindungen zu Hamas oder Fatah pflegen, müssen auf ihre Verfassungstreue überprüft und gegebenenfalls verboten werden. Schlussendlich muss der Iran, der eindeutig hinter diesem Terror steht, hart bestraft werden. Das Mullah-Regime muss konsequent politisch bekämpft werden. Der im Atomvertrag mit dem Iran verankerte Rückfall auf härteste Sanktionen muss nun endlich umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, wir befinden uns in einem Stadium der Trauer.
aber wir dürfen nicht gelähmt sein. Am Israel kreist.